Moin! In diesem Video geht es darum, als schulische Administratorin oder schulischer Administrator einen Hardware-Token einer Lehrkraft zuzuordnen. Dies ist eine der beiden Möglichkeiten, den sechsstelligen Zahlencode für die Zwei-Faktor-Authentifizierung im Schulportal SH zu erzeugen. Die andere Möglichkeit wäre die Nutzung einer Authenticator-App, die von den Lehrkräften selbst eingerichtet werden kann. Diese Funktion wird im Lehrkräftebereich dieser Website erläutert. Sie benötigen für jede Lehrkraft, die einen Hardware-Token nutzen möchte, einen eigenen Token, da diese personenbezogen zugeordnet werden. Diesen Hardware-Token sollten Sie bei der Zuordnung griffbereit haben. Loggen Sie sich über den Administrationszugang ein und klicken Sie auf die Kachel Schulportal Administration. Dort wählen Sie Administration Zwei-Faktor-Authentifizierung. Geben Sie in der Suchmaske den Benutzernamen der Lehrkraft ein, der ein Token zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf die Lupe. Markieren Sie nun das entsprechende Benutzerkonto, indem Sie einen Haken davor setzen, und klicken Sie auf Hardware-Token. Tragen Sie die beiden gesuchten Nummern ein. Die Seriennummer ist die 16-stellige Zahl auf der Rückseite des Tokens und identifiziert diesen eindeutig. Wenn Sie auf der Vorderseite den Knopf drücken, erscheint auf dem Display für 60 Sekunden ein sechsstelliger Code. Nach diesen 60 Sekunden kann durch erneutes Drücken der Taste auf dem Hardware-Token ein neues Einmalpasswort generiert werden. Klicken Sie dann auf Absenden. Sie erhalten nun den Hinweis, Token wurde erfolgreich zugewiesen, den Sie mit OK bestätigen. Nun ist der Hardware-Token dieser Lehrkraft zugeordnet und kann dieser ausgehändigt werden. Benötigt eine Lehrkraft ihren Hardware-Token nicht mehr, weil sie die Schule verlässt oder künftig eine Authenticator-App benutzen möchte, wird dieser an die Schule zurückgegeben. Diesen Token können Sie über die Funktion Tokenrückgabe erneut freischalten und wieder einer anderen Lehrkraft zuordnen wie einen neuen Token. Dazu gibt es ein weiteres Video auf dieser Seite.